Hallo. Und? Kopfnuss. Boah. Ja. Wenn er meint. Das sah ein bisschen komisch aus von unten. Guten Tag. Nudel hier. Natürlich kommen von der Seite Gegner. Ich möchte aber erst woanders hin. Hihi. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Hui. Schade, daneben. Kann ich dich nicht hier einfach darunter schmeißen? Bäm. Ach, schön wär's doch. Oh, oh, jetzt ist aber gut. Jetzt ist aber gut. Stopp, 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 stopp. Na, 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 na. So. Damit das mal hier geklärt ist, ja? Nee, will nicht. Uhuhu. Cool. Ach, guck mal, da ist noch jemand. Hi. Du kriegst natürlich auch deine Trachtprügel. Ist doch klar. Hier wird niemand benachteiligt. Gut, also nach da oben kann ich wohl nicht. Also muss ich runter. Okay, sie ging doch nicht kaputt. Hi. Wir müssen die Wasserräder benutzen, um weiterzukommen. Es ist niemals einfach. Wie schon zu Anfang gesagt, aber speichern, das wäre nett. Wie schnell das hier nachwächst. Hast du gesehen? Wasserräder benutzen, um weiterzukommen. Ach, guck mal. Lass das direkt mal sein. Erdkanone. Pff. Bäm. Ah! Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Das sind die Gürteltiere des Grauens. Sie sind ja noch schlimmer als im Donkey Kong. Die erschrecken einen richtig. Die bei Donkey Kong töten einen nur. So, den Knopf sieht man doch. Zwar nicht auf Anhieb, aber man sieht ihn. Spyro, tu bitte, was ich drücke. Dankeschön. Okay, jetzt, da kommen noch welche. Okay, wenn ich Knöpfe drücke, kommen gerne Gürteltiere anscheinend. Gürteltier auf Knopfdruck. So könnte ich die Folge nennen. Oh yeah. Ja, und so entscheide ich, wie die Folgen benannt werden. So, ups. Bam. So, Gürteltiere. Nee, Wasserrad. Na gut. Na, Gürteltiere. Da lag ich mit der Vermutung doch nicht so falsch. Geh kaputt, bellt Holly. Hey, Holly. Und er ist Schrubberi. Schrubberi, Schrubbi, Schrubbi. Fertig? Okay. So, das Wasserrad läuft. Dann kann ich jetzt hier lang? Oder wie sieht das aus? Nee. Hä? Ich glaube, hier sollte ich gar nicht lang. Ach, ich kann jetzt darauf, so auf ein... Ach so. Ja, natürlich. Wusste ich. Na. Oh. Nein, nein, nee. Nein, kein Schwanzhieb.
Bam. Ach, ihr. Ja. Versteckt ihr euch in der Vogelscheuche oder was ist los? Diesmal waren es auch nur zwei. Ah, dich da oben habe ich doch gesehen. Ach, das Teil ruft die Gürteltiere anscheinend und die Gegner. Okay. Das ist sowas wie ein Alarm, so von wegen, ey, guck mal, da hat jemand die Knöpfe gedrückt. So denke ich mir das zumindest jetzt. So, hier lief doch noch einer rum. Genau du. So. Aber ich wollte dich da oben noch platt machen. Wenn ich den treffen würde. Ja, ein bisschen. So, kaputti. So. Nein, fällt. No. Och. Och, nö. Einmal keinen Doppelsprung gemacht, falschen Knopf gedrückt. Ungünstige Richtung gewählt. Und da war man unten. Nein, 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 nein! Böse, sehr böse. Aber es gefällt mir hier doch wesentlich besser als in... Oh, als in Frostaltar. Ach, Frostaltar war es ja gar nicht. Das war ein anderes Spyro. Spyro. Ich bin kaputt. Das war ein anderes Spyro-Spiel mit dem Frostaltar. Da hieß ein Level so. Ich meinte aber Dantes Frosta. Dieses Level hier gefällt mir besser als Dantes Frosta, wo wir vorher waren. So. Danke. Gürteltier, habe ich gesehen. Hallo. Wehe, du schubst mich runter. Dafür habe ich den runtergeschubst. Ja, Katze, ich weiß. So, hier waren ja noch ein paar Sachen. Okay. Bam. Hallo. Oh, gleich vier. Hui. Ich mag es, wenn ihr brennt. Aua. Das mag ich nicht so sehr. Okay. Hier haben wir noch ein paar Krüge. Und wir hatten immer noch keinen Speicherpunkt, oder? Mir ist keiner aufgefallen. Da. Gürteltiere, lalala, Gürteltiere, tata. So, geht alle mal kaputt. Bam. Danke. Dich habe ich gesehen. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen, tralalalala. So. Jetzt brauchen wir noch ein Knöpfchen, hab schon gesehen. Dich hab ich auch gesehen. So. Der letzte war jetzt zwar unnötig gewesen, aber egal. Bäm. Ich hab euch doch schon gesehen. Die wollen einen immer so unverhofft überraschen, aber nicht mit mir, ihr Lieben. Ihr lieben Bösen. Warte. Ja, dich habe ich auch gesehen. Kriegst auch noch deine Portion Aufmerksamkeit, siehst du? So. Okay, dann geht's. Upsi, da weiter. Ah, ein Erddingen. Ah, ein stärkerer Erddingen. Ein Weins.
Food Oldong. Was für Namen? Alter. Muss auch mal sein. So. Und du auch noch. Ja, mit dem Zeug. Neue Wege öffnen sich. Neue Kristalle liegen hier rum. Das mag ich. So, und da noch welche. Von da kommen wir. Also müssen wir hier lang. Darf ich jetzt speichern? Ah. Da ist jemand in Gefahr. Nicht schön. Au. Bis dann. Ich weiß, dass der Typ undankbar ist, aber du musst schnell etwas tun. Nee, ne? So lernst du den Eishauch? Ernsthaft? Okay. Mehr als unerwartet. Du bist mit jeder Sekunde merkwürdiger. Ja. Nick noch, Spyro. Ja, stimm ihm einfach zu. Du hast den Eisstromatem erlernt. Drücke nach unten, wenn du in Zukunft das Eiselement anwählen möchtest. Du kannst diesen Atem später im Stufenaufstieg-Bildschirm erweitern. Rette den Eiswächter Cyril, um ihn, um von ihm weitere Eisangriffe zu lernen. Oh, cool. Erstmal hier so blaue Schlagbewegungen. Hui. Hallo. Ja, bewegen könnt ihr euch aber dennoch gut. Gleich vier von den Viechern. Wow. Eisauf hat aber schon was irgendwie, finde ich. Yeah. Am besten schleuderst du ihn noch irgendwo hin. So. Bam. Nee, doch nicht? Okay. Jetzt hau schon. Ich stehe auch hier direkt in der Mitte, weißt du? So. Ich bin gleich tot. Ach ja, auf Eis laufe ich ja auch so komisch. Okay, ich bin jetzt tot. Mann. Bereit? Nein. Weil bei einem Elektroangriff, dann zappeln die wenigstens noch ein bisschen, aber bei Eis machen die ja gar nichts. Also wäre schön, wenn sie dann gar nichts machen würden, so meine ich. Aber nun ja. Nein, 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 nein. Geh weg. Na. Geh schon kaputt, danke. So. Die nächste Tür öffnet sich. Na gut. Dürfte ich jetzt irgendwann mal speichern? Bitte? Die Tür hat sich nicht geöffnet. Nee, da kommen wir her. Okay. Jetzt geht er lang. Ah, Speicherpunkt. Supi. Ja, ja, du wirfst mit so komischen Sachen und so, bla bla. Aber wir, liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ja, weg hier.